Was sind das? Was sind das für welche? Festgenagelt. Er hat mich festgenagelt, Alter. Ich weiß gar nicht, wer hier wo ist. Also, da habe ich einen gesehen. Ich treffe den gar nicht, Alter. Ui. Junge, was ist denn hier los? Jetzt habe ich... Ausflug aufs Land, 1933. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Triff Frank draußen. Was ist denn für eine Werkstatt? Sind noch irgendwelche Sachen, die ich noch nicht eingesammelt habe? Vielleicht könnte ich auch mal nach oben gehen. Vielleicht sind ja die Türen jetzt offen. So, ich muss noch mal kurz rein hier. Ich muss noch mal kurz nach oben gehen, um zu gucken, ob die Türen jetzt offen sind. Ja, guck mal, die kann man jetzt aufmachen hier. Interessant. Mhm. Hier ist irgendein Lager. Aber hier kann ich nichts nehmen. Gucken wir mal weiter, ob ich die anderen Türen auch aufmachen kann. Nee. Nee, die können wir noch nicht aufmachen. Gut, dann kommen wir später nochmal wieder eventuell. Dann gehen wir mal in die Werkstatt. Junge, der ist aber auch lahmarschig, ne? Der könnte ruhig mal ein bisschen schneller laufen hier, der Kollege. Haben Sie nie gefunden? So. Hallo. Hallo. So, was geht hier ab, Alter? Oh, was hat denn er gemacht? Hä? Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli ich am Land. Ich glaube, die wollen gucken, ob da... falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Ich glaube, der soll die überwachen. Ja. Fahre zu Salaries Lagerhalle. Soll ich nicht erst hier hochgehen? Danke, Ralph. Ich dachte, hier gibt es irgendwie ein bisschen Muni für mich. Oder eine neue Waffe mal. Hallo. Der pennt, Alter. Der pennt einfach. Verschwinde, mieser Bastard. Chill mal. Was sind eigentlich, wenn ich den... Den kann ich nicht killen. Gut, ich habe mir schon mal eine gute Waffe geholt. Hier sind noch andere Waffen, Alter. Ein Revolver. Magnum. Aber die hat auch nicht so viel Schuss, ne? Ja, behalten wir die mal. So. Danke für die Waffe im Übrigen. So, dann machen wir mal los hier. Fahre zu Selenis Lagerhallen. So. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Jetzt haben wir den Leichenwagen hier, oder? Ich wusste gar nicht, dass ich den auch habe. Okay, wir nehmen mal den. Der ist bestimmt auch nicht schlecht. 570 Und dann schauen wir doch mal. Sag mal, gibt es hier irgendwelche Ampeln oder welche Straßenregeln gelten hier? Rechts vor links? Keine Ahnung.
If you've been out in the last couple of hours, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Grafik. Junge, mach doch mal hier. Mach doch mal ein bisschen Gedudel an. Ich brauche einen Wagen, der nicht ausbricht. Sag mal, den anderen habe ich eigentlich den jetzt auch in meiner Garage stehen, den Rennwagen? Weil eigentlich hieß es ja, jeden Wagen, den ich fahre, den finde ich in meiner Garage wieder. Ja. Da kann sich GTA 5 echt nochmal eine Scheibe abschneiden, sag ich mal, was Grafik angeht. Auch wenn das hier das neuere Spiel ist, aber das sieht echt gut aus. Ja, auch mit den ganzen Effekten, Alter. Naja, schauen wir mal, wenn das Remaster da ist von GTA 5, was denn nächstes Jahr, nee, nicht nächstes Jahr, im Winter 2029 rauskommen wird. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So. Junge, wie weit ist denn das schon? Ui, boy, Alter, was ist denn mit dir los, ey? Die Lichter sieht man immer so spät, ne? Lagerhalle. So, jetzt müssten wir ja langsam mal da sein. Ich dachte eigentlich, die Stadt wäre ein bisschen kleiner, ne? Aber die ist schon eine gewisse Größe. Oh boy, Alter. Also wie kann man denn einfach so stehen bleiben? So, guck mal. Da sind wir. Wir sind da. So. Los, Tom! Oh, er fährt mal, oder was? Das ist aber was ganz Neues hier. Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Die Scheiße und Selbstgebrannten. Wird eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigi's kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Tja. Besser als nichts, ne? Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt. Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Oh oh. Ich glaube, es gibt eine neue Schießerei. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Das sieht nicht so gut aus, ey. Kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn.
Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Nur falls Frank recht hatte. Die habe ich mir eigentlich schon geholt, die Pumpe. Die Jungs, und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Okay. Na dann mal los hier. Das sieht so gut aus, Leute. Das sieht so gut aus. Kann ich echt gut hinbekommen. So, ich guck erstmal hier. Guck mal, hier ist ein Stuhl umgefallen. Das heißt schon mal nichts Gutes. Jemand hat heute hier gewartet. Und was haben wir hier? Zeitung, 2. Februar 1933. Ein Viertel arbeitslos. Regierungsbericht deutet auf andauernde Wirtschaftsflaute hin. Die bisherigen Maßnahmen konnten den wirtschaftlichen Abschluss nicht bremsen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 25%. Zwangsvollstreckungen von Farmen liegen auf einem zweijährigen Höchststand. Während Kleinbauern gegen die finanzielle Härten und die Staubstürme in den High Plains kämpfen, der Präsident schlägt als Reaktion neue Gesetze vor, um das Banksystem zu stabilisieren. Alright. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendeine Sammelsache liegen kann. Der Typ, der sich darum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Ja, nicht, ne? Ich gehe mal von Gebäude zu Gebäude. Vielleicht findet man ja hier irgendwas. Irgendwie sind irgendwie die ganzen Stühle umgekippt. Ja, irgendwas, hier stimmt wirklich was nicht. Guck ich nochmal hier rüber. Verwahrlost hier. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Aha, guck mal. Zigarettenbild. Ja, irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Einer hier. Es ist niemand. Oh, hier steht ein Auto. Aber bevor ich zum Auto gehe, gucke ich mir erstmal nochmal die ganzen Buden hier an. Kann man hier rein? Hier kann man nicht rein. Hey, was ist denn das für eine riesen... für eine riesen Geschichte hier, Alter. Himmel, Sam. Kann man hier auch rein? Hier durchgucken. Ja, ich sehe da aber nichts. Suche nach Hinweisen steht da. Ja, so wirkliche Hinweise habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Kann noch rüberjumpen? Nee. So, warte mal, wo war denn das andere Auto? War doch irgendein Auto, was mich da angeleuchtet hat. Da vorne. Zur Hölle versteckst du dich. Hier ist ein Hinweis. Hey, oh, der sieht tot aus, glaube ich. Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die Hand. Was sind das? Was sind das für welche? Festgenagelt. Er hat mich festgenagelt, Alter. Warte mal. Huch. Ich weiß gar nicht, wer hier wo ist. Also, da habe ich einen gesehen. Ich treffe den gar nicht, Alter. Hui. Huch. Junge, was ist denn hier los? Jetzt habe ich... Oh, guck mal. Kann man wegschießen, Alter. Wie geil ist denn das? So, das war's. So, jetzt sind hier die ganzen Hinweise. Interessant. Echt geil gemacht, Alter. So, was haben wir hier? Fühlt sich richtig an. Ja, der hat da noch einen Hinweis für mich. Da!
Ich bin's, Tom. Pauli. Alter, was war hier los? Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Nur den. Wer ist denn das? Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Und was ist denn das für welche? Oh Gott. Bullen. Shit. Die Cops sind da. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Was sollen die auch sagen, Alter? Wir sind die Polizei oder was? Werden die bestimmt nicht sagen. Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Sam finden und verschwinden. Aber ich muss noch die anderen Hinweise abchecken. Border Patrol. Ach so, alles klar. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, hier. Diese Kerle sind verdammt hart. Ich muss erstmal hier nochmal gucken. Der Grenzkontrolle sein. Ah, guck mal, hier ist noch was. Kanadische Telegramm eingetroffen bei 99 Cooks Memorial Ottawa. Kanadische Nachbarn treffen am üblichen Ort. Onkel ist froh, dass das Geschenk unterwegs ist. Kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, Alter, an Mafia 3, aber ich glaube, da war das genauso mit den Medi-Dingern da. So, na dann. Also wenn hier nichts weiter ist, warte mal, hier war da noch irgendwas. Was liegt denn hier auf dem Boden? Achso, das ist der Typ. Ja, da dieses Symbol. Guck mal, so, hier ist noch was. Korps fahren, 9 Uhr, Boundary Country Richtung Norden, 2 Meilen bei Tankstelle rechts, Schild Richtung Dampf folgen, 1 Meile dann links nach Brücke. Brücke sehen. So, wir können los. Also meine Waffe ist fast leer. Hast du mal ein bisschen Muni für mich? So ein bisschen nur. Okay, da ist die Scheune. Sind die da rausgekommen? Huch, man kann nicht durch Sträucher gehen. Interessant. Gut, er geht vor. Wir durchsuchen die Farm, wir finden Sam und verschwinden. Noch jemand? Wir legen sie um. Oh, ich hab wieder Muni. Guck mal. So machen wir das. Ich gehe schon mal hier ran. Okay, hier ist noch einer. Hier ist irgendwie ein Schuh oder sowas. Nee, ein Molly ist da, ne? Ach du Scheiße. Was ist hier passiert? Molly? Eine Tür? Tommy, das musst du dir ansehen. Was ist denn das hier? Personenbeschreibung, kanadischer Reisepass. Mhm. Ja, hab ich gesehen. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Okay. Suche nach Hinweisen. Ja, wir suchen weiter nach Hinweisen. Ich gehe mal hier rüber. Whoa!